أغنى بعض ثقاتي، فيا من قد سعيت إليه حفظا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, heute ist der fünfte Teil von Tafsir Surat Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Die ungefähre Übersetzung: Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk, ihn mit sich tragend. Sie sagte, O Mariam, sie sagten, O Mariam, du hast da ja etwas Unerhörtes begangen. O Schwester Haruns, dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch war deine Mutter eine Hure. Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten, wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Er sagte, ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe. Und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Meine lieben Geschwister, der Kontext behandelt nach wie vor die Geschichte Mariams und ihres Volks. Nachdem sie sich erholt hatte, trug sie ihren Sohn und kam mit ihm zu ihren Leuten. Und sobald sie sich sahen, also die Leute, die Sippe, sobald sie sie sahen, sagte einer von ihnen, dann kam sie zu ihrem Volk, ihn mit sich tragen. Sie sagten, O Mariam, du hast da ja etwas Unerhörtes begangen. Das heißt, du bringst etwas Ungeheuerliches. Das bedeutet etwas Gewaltiges. Und dies ist, du hast geboren, beziehungsweise bringst einen Sohn ohne Vater. Was ist das? Was hast du mitgebracht, O Schwester Haruns? Und Harun war ein rechtschaffener Mann, meine Geschwister. Sie schrieben sie einem rechtschaffenen Mann zu. Sie meinten jedoch nicht den Bruder Musas, a.s. namens Harun, auch er war ein Prophet, a.s. Vielmehr ist dieser ein rechtschaffener Mann unter ihren Familienangehörigen. Darum meinten sie, O Schwester des rechtschaffenen Mannes. Dein Vater Imran war doch kein sündiger Mann. Das heißt, der Schändlichkeiten begeht. Noch war deine Mutter eine Hure. Das heißt, meine Geschwister, eine Ehebrecherin. Und wie ist dir das passiert? Und du bist eine Tochter aus reinem Haus und von einer ehebaren Familie. Das sind Worte des Vernünftigen und der Weisen. Aber nachdem ihnen die Situation klar wurde, haben sie sich unterworfen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt uns die Situation, indem er sagt, O Schwester Haruns, dein Vater war noch kein Sündiger.
dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch war deine Mutter eine Hure. Das zeigt, da zeigte sie auf ihn. In dieser Situation zeigte Maryam alayhi salam auf ihn, auf ihren Sohn. Das heißt, sie zeigte auf Isa das Baby in seinem Wickeltuch. Das bedeutet dieses Zeichen, das bedeutet, fragt ihn, er wird euch berichten und die Wahrheit mitteilen. Maryam a.s., sie wusste, dass er sprechen würde, denn Isa hatte bereits zu seiner Mutter gesprochen, nachdem sie ihn entbunden hatte. Das haben wir schon in vorangegangenen Versen erwähnt, meine Geschwister. Sie antworteten ihr missachtend, sie missbilligend und waren über sie verwundert. Denn sie sagten, wie Allah subhanahu wa ta'ala berichtet, wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? So hat Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Erlaubnis Isa alayhi salam sprechen lassen und er antwortete ihnen, wie Allah von ihm in seiner subhanahu wa ta'ala Aussage berichtete. Er sagte, ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet hat er mir das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe. Und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde und am Tag, da ich sterbe und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das sind Worte von Isa, meine Geschwister, dem Baby, an dem Tag, an dem er geboren wurde. Wer hat ihn dazu gebracht, dass er spricht? Ohne Zweifel Allah subhanahu wa ta'ala. Darum sagen wir haben Iman an Allah, subhanahu wa ta'ala. Wir lieben ihn und fürchten ihn, subhanahu wa ta'ala. Denn wer auch immer die Liebe zu Allah und die Furcht vor ihm verliert, der wird nicht entkommen, aber auch nicht glückselig. Hören wir, was er von Allah berichtend sagte. Er sagte, ich bin wahrlich Diener Allahs. Ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben. Das heißt, ich bin ein Abd Allah. Ich bin Abdullah, Diener Allahs. So soll sich jeder freuen, Abdullah genannt wird. Er hat mir die Schrift gegeben. Das heißt, er hat mir den Injil, Neues Testament, herabgesandt und mich zu einem Propheten gemacht. Das heißt, er hat mich zum Propheten, er machte mich zum Propheten. Das heißt, ich war ein Prophet und Gesandter Allahs. Isa war ein Prophet und Gesandter Allahs. Er benachrichtigte die Menschen damit und seine Mutter war ruhig. Seine Mutter war ruhig. Nur Isa sprach, a.s. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet weiter. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Das heißt, ganz gleich, wo ich oder wo er sich befindet, der Segen ist mit Isa und es war auch so. Er hatte mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala die Kranke geheilt und die Toten lebendig gemacht. Den Segen erlangen mit seiner Gesellschaft und durch den Glauben, yani al-Iman an ihn, und durch seine Liebe. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet, und angeordnet hatte er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe. Das heißt, er macht mir das Gebet und die Pflichtabgabe, nämlich als Zakat zur Pflicht, solange ich lebe. Leider gibt es Muslime, meine Geschwister, welche die Pflichtabgaben Zakat nicht entrichten. Leider aber auch gibt es Muslime, die nicht beten. Zu bemerken, meine Geschwister, das Gebet und das Entrichten der Zakat
gab es bereits in der Offenbarung Isa alayhi salam, bevor Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kam. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet weiter und gütig gegen meine Mutter zu sein. Das heißt, er machte mich zu einem Gütigen gegenüber meiner Mutter. Warum sagt er meine Mutter? Weil er hat ja keinen Vater. Sonst würde er sagen, meine Eltern. Er machte mich zu einem Gütigen gegenüber meiner Mutter. Das Gütigsein gegenüber seinen Eltern ist einer der verbindlichsten Pflichten. Ob einer das will oder nicht, es ist so, wie es ist. Und dies spiegelt sich im Gehorsam ihnen gegenüber wider. Und ihnen Gutes zu tun und ihnen keinen Schaden zuzufügen, diese drei Angelegenheiten sind äußerst wichtig, meine Geschwister. Noch einmal. Erstens, dass du deinen Eltern keinen Schaden zufügst. Zum Beispiel, dass du ihnen nur Gutes sagst und auch den Umgang mit ihnen aufrecht erhältst. Der Maßstab dabei ist, dass deine Eltern mit dir zufrieden sein müssen. Ansonsten musst du über deine Situation noch einmal nachdenken und korrigieren, damit wärst du gut beraten. Zweitens, dass du Schaden von ihnen abwendest, welchen Schaden auch immer. Drittens, dass du dafür Sorge trägst, dass sie immer das Gute von dir erreichen. Mit anderen Worten, dass du ihnen gehorchst, in dem, was sie dir gebieten und verbieten, außer wenn das, was von ihnen kommt, religiös verboten ist, dann nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, und gütig gegen meine Mutter zu sein, und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Al-Jabbar, das Wort Al-Jabbar kommt in dem Vers vor, ist derjenige, der mit Gewalt die Menschen zwingt oder sie anschreit, damit sie ihm bei einer Widersetzung gegenüber Allah gehorchen. Al-Asi ist derjenige, der rebellisch gegenüber der Religion Allahs ist. Dadurch verlässt er den Gehorsam Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sagte, meine Geschwister, er machte mich nicht zu einem widerspenstigen Widersacher. So war Isa a.s. Er lebte 33 Jahre wie ein Engel auf der Erde. Dann erhob Allah ihn empor zu ihm. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet weiter, und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das heißt, As-Salam bedeutet vollkommene Sicherheit, denn das Wort As-Salam kommt in dem Vers vor. Am Tag, an dem er geboren ist, so kam ihm keinen Scheitan nah. Am Tag, an dem er stirbt, so wird er an seinem Grab keine Versuchung ausgesetzt. Und am Tag, an dem er aufersteht, wird ihn der große Schrecken am Tag der Auferstehung nicht in Trauer versetzen. So wird er zu jenen gehören, die in Sicherheit sind, zu den Glückseligen am Tag der Auferstehung. Einige nutzen dieser Versen, meine Geschwister. Eine Bestätigung der Prophetenschaft Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Dienerschaft und Prophetenschaft Isa, beides. Zweitens, das Sprechen Isa ist ein Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Wiege, als Isa noch in seiner Wiege war, sprach er, und die Benachrichtigung über das, was Allah ihm an Vollkommenheit verliehen hat. Drittens, die Pflicht, zu den Eltern gütig zu sein, mit Ihsan ihnen gegenüber und ihnen zu gehorchen und Schaden von ihnen abzuwenden. Viertens, das Tadel für Arroganz und Ungerechtigkeit durch widerspenstige Widersacher. Meine lieben Geschwister, wir begnügen uns mit diesen wenigen bescheidenen Worten.
wünsche euch einen gesegneten Iftar. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Und bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا.